eine der Hauptgeschichten in diesem Jahr im Reha-Bereich ist, dass wir den Gas-Gas-Wärmetauscher mitwechseln. Dieser Gas-Gas-Wärmetauscher ist ein doch ein relativ großes Bauteil. Ist 10 Meter mal 5 Meter mal 5 Meter, besteht äußerlich aus einer Stahlhülle und ist innen vollständig aus Kunststoff, aus PFA-Werkstoff. Ja gut, Stand der Dinge ist, wir haben böigen Wind und werden die Auflage platzen, die Füße vom Wärmetauscher jetzt dennoch abbauen, den Wärmetauscher hochziehen. Wir haben einen Bereich im Stahlbau, da haben wir sehr, sehr wenig Platz, um die 30 mm. Das heißt, da drin kann er uns nichts anstellen, auch wenn es böig wird. Und da warten wir dann, bis die Böen nachlassen, ziehen den Ausleger auf und bauen das Ding aus. Wir heben diesen Wärmetauscher sehr zeitig. Wir haben die Haube, die man hier oben sieht, schon um 5.30 Uhr ausgehoben und sind da natürlich auf den Wind besonders angewiesen, dass er so schwach wie möglich weht. Und wir werden deswegen den Rückbau auch wieder um 5.30 Uhr beginnen, sodass wir auch wenig Verzug haben werden, um diese Leistung termingerecht abschließen zu können. Ja, darüber sind wir sehr froh, dass er jetzt heute pünktlich eingehangen werden konnte. Wir hatten auch Glück mit dem Wind heute Morgen. Um 5:30 haben wir mit der Leistung begonnen. Und bei dem geringen Spiel, was wir zur Verfügung hatten, 30 mm, und bei der Größe des Wärmetauschers, sind wir da sehr froh, dass er jetzt an seiner Stelle sitzt, wo er eingebaut werden soll.